Wir alle wissen, dass Lärm schädigend für das Gehör ist. Was genau der Unterschied zwischen akuter und chronischer Schwerhörigkeit ist und was Sie tun können, um Ihr Gehör zu schützen, das und vieles mehr erklären wir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Friedrich Albrecht, ich bin Hörakustiker hier bei My Second Ear und unser heutiges Thema ist die Lärmschwerhörigkeit. Die akute Lärmschwerhörigkeit. Zuerst schauen wir uns die akute Lärmschwerhörigkeit an. Diese tritt auf, wenn eine Person einem extrem lauten Geräusch ausgesetzt ist, sei es eine Explosion, ein lauter Knall oder eine andere laute Geräuschquelle. Die Symptome können sofort auftreten oder beinhalten Ohrgeräusche, Hörverlust oder sogar Taubheit auf einem oder beiden Ohren. Akute Lärmschwerhörigkeit wird oft durch kurze, aber intensive Expositionen gegenüber extremen Lärmpegeln verursacht. Dies kann beispielsweise in Industrieumgebungen, bei Konzerten oder durch das unsachgemäße Verwenden von lauten Geräten wie Schusswaffen oder Pyrotechnik auftreten. Es ist wichtig zu beachten, dass akute Lärmschwierigkeit ein sofortiger Effekt sein kann, der jedoch auch langfristige Auswirkungen haben kann. Daher ist es ratsam, bei derartigen Situationen sofortige Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ein ausführliches Video zu den verschiedenen Formen von akustischen Traumata haben wir bereits auf unserem Kanal gedreht. Den Link dazu finden Sie unten in der Videobeschreibung. Die chronische Lärmschwierigkeit. Kommen wir nun zur chronischen Lärmschwierigkeit. Im Gegensatz zur akuten Form entwickelt sie sich über einen längeren Zeitraum, wenn eine Person wiederholt Lärmpegeln ausgesetzt ist, die als schädlich für das Gehör gelten. In Zahlen ausgedrückt sind das über 85 dB über mehrere Stunden täglich. 85 dB als Beispiel, das ist ein Presslufthammer auf 10 Meter Entfernung. Chronische Lärmschwierigkeit betrifft vor allem Menschen, die in lauten Umgebungen arbeiten, wie zum Beispiel Bauarbeiter, Fabrikarbeiter oder Musiker. Auch Personen, die regelmäßig Gehörschützer oder Ohrstöpsel ohne ausreichenden Gehörschutz tragen, sind gefährdet. Die Symptome treten im Vergleich zur akuten Lärmschwierigkeit sehr schleichend auf, weshalb sie häufig kompensiert werden und den Betroffenen selbst nicht auffallen. Das bedeutet, dass je nach Hörbedarf die Hörminderung ausgeglichen wird, indem man von den Lippen abliest oder das nicht Wahrgenommene aus dem Kontext schließt. Dennoch können Betroffene Schwierigkeiten haben, Sprache oder andere Geräusche zu verstehen, insbesondere in lauten Umgebungen. Haben Sie auch Schwierigkeiten, hohe Frequenzen wahrzunehmen? Dies fällt besonders in unruhigen Umgebungen oder beim Fernsehen auf. Die Ursachen und die Prävention. Was kann ich tun, um meine Ohren vor Schaden zu schützen und was kann ich tun, wenn der Schaden bereits besteht? Die Hauptursache für Lärmschwierigkeit ist, wie gesagt, die übermäßige Exposition gegenüber Lärm. Das menschliche Gehör ist empfindlich und kann irreparable Schäden erleiden, wenn es längere Zeit hohen Lärmpegeln ausgesetzt ist. Um eine Lärmschwerhörigkeit zu vermeiden, sollten Sie stets einen geeigneten Gehörschutz tragen, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung aufhalten. Es gibt verschiedene Arten von Gehörschützen, darunter Ohrstöpsel und auch Kapselgehörschützer. Ohrstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt und bieten eine gute Abdichtung gegenüber Lärm. Diese werden von der Stange gefertigt und können auch maßgefertigt werden. Kapselgehörschützer werden über die Ohren gelegt und bieten zusätzlichen Schutz. Wenn Sie in einer lauten Arbeitsumgebung arbeiten, ist Ihr Arbeitgeber dazu verpflichtet, Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört die Bereitstellung von einem Gehörschutz, die Reduzierung von Lärmquellen und die Organisation verschiedener Lärmmessungen, um sicherzustellen, dass die Exposition gegenüber schädlichen Lärm auf ein Minimum reduziert wird. Arbeitgeber sollten auch sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter über die Risiken von Lärmexposition und die korrekte Verwendung von einem Gehörschutz informiert sind. Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen können dabei helfen, das Bewusstsein für Lärmschwierigkeit zu schärfen und die richtigen Schutzmaßnahmen zu fördern. Zusätzlich zum Gehörschutz ist es ratsam, Pausen von der Lärmbelastung einzulegen, um den Ohren eine Erholungszeit zu geben. Wenn Sie Kopfhörer oder Ohrstöpsel zum Musikhören verwenden, achten Sie darauf, auch hier Pausen zu machen und die Lautstärke auf ein sicheres Niveau einzustellen, um weiteren Gehörschäden vorzubeugen. Bedenken Sie bitte, dass Prävention hier der Schlüssel ist. Indem Sie frühzeitig Schutzmaßnahmen ergreifen und Ihre Ohren vor übermäßigem Lärm schützen, können Sie das Risiko einer Lärmschwierigkeit erheblich reduzieren. Kommen wir zum Fazit. Eine Lärmschwierigkeit ist eine ernstzunehmende gesundheitliche Beeinträchtigung, die durch akute oder chronische Exposition gegenüber hohem Lärmpegel verursacht wird. Es ist also wichtig, Symptome zu erkennen, die Ursachen zu verstehen und angemessene Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Denken Sie also daran, Ihre Ohren zu schützen, bevor es vielleicht schon zu spät ist. Investieren Sie in Ihre Gesundheit, indem Sie verantwortungsbewusst mit Lärm umgehen und geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen. Sollte es für präventive Maßnahmen zu spät sein und der Lärmschaden sich bereits eingestellt haben, sollten Sie auf ein Hörgerät zurückgreifen. Sprechen Sie hier mit Ihrem Hals-Nasen-Ohrenarzt, um zu prüfen, ob Sie durch die Verstärkung eines Hörgeräts profitieren können, um wieder mehr von Ihrer Umgebung mitzubekommen. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass der Hörbedarf durch das Tragen eines Hörgeräts noch verstärkt wird. Das ist wissenschaftlich nicht gestützt, das ist eher der Gegenteil der Fall. Umso früher Sie beginnen, sich mit dem Tragen eines Hörgeräts auseinanderzusetzen, wenn Ihr Hörbedarf es zulässt, umso einfacher ist die Eingewöhnung, umso mehr verstehen Sie Ihre Umgebung.
Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn ja, bewerten Sie das Video gerne positiv oder abonnieren Sie den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Unter dem ersten Link in der Videobeschreibung finden Sie auch noch einen Fachartikel zum Thema. Der zweite Link in der Videobeschreibung führt Sie zu unserem Blog, wo noch mehr Inhalte zum Thema Hören und Hörgesundheit auf Sie warten. Mein Name ist Friedrich Albrecht. Bis zum nächsten Mal.